Servus Freunde der Gruselgeschichten, herzlich willkommen auf meinem Kanal, null Problem und herzlich willkommen zum neuen Shop-Video. Der Shop hat geupdatet, Freunde, und wie ihr seht, haben wir ja wieder die Robo-Skins reinbekommen und das Set von gestern und noch ein paar andere Dinge. Bevor wir damit loslegen, möchte ich euch noch daran erinnern, dass ich gestern relativ spät einmal die neue Wochen-Challenge hochgeladen habe. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, die Challenge endet nichtsdestotrotz trotzdem am Montag. Das heißt, es wird jetzt eine ganz, ganz kurze Challenge. Also wenn ihr mitmachen wollt, solltet ihr euch reinhängen, denn wie gesagt, in 3 Tagen ist es schon um. Samstag, Sonntag und Montag, genau. Ja. Und als zweites habe ich eine Verlosung gerade am Laufen. Das habe ich auch gestern relativ spät hochgeladen. Ihr könnt einen Battle Pass absahnen. Was ihr dafür tun müsst, seht ihr dann in diesem Video. Den Link habe ich euch unten in die Videobeschreibung gesetzt. Schaut euch das Video an, falls ihr noch einen Battle Pass braucht. Ansonsten gibt es ja noch die Langzeitverlosung, aber das wisst ihr eh. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung eingerahmt in einem großen Kasten. Und das wäre es dann von meiner Seite, was das angeht. Und ich würde mal sagen, fangen wir mal ganz links an. Hier haben wir den Krypto-Skin, den haben wir ja gestern reinbekommen. Den finde ich richtig abgefahren. Mit dem habe ich schon ein bisschen gespielt. Richtig, richtig nice Geschichte. Ich habe auch das Gameplay dazu fertig gedreht. Ich werde es dann heute hochladen. Ich habe es gestern leider nicht mehr geschafft. Das Backlink ist megamäßig geil. Ich werde auch noch so ein Anprobevideo mit dem Backlink machen und mit diesem Skin, um euch das Ganze dann quasi vorzuführen. Ich finde diesen Skin richtig geil. Für 1200 V-Bucks bekommt ihr schon was ganz, ganz Nices. Dann haben wir hier die Lackierung Enigma. Die habe ich auch fertig gedreht. Das Video muss nur noch gerendert werden. Das kriegt ihr heute auch schon hochgeladen. Schaut euch das Video an, falls ihr euch für diese Lackierung interessiert. Die ist auf jeden Fall abgefahren. Viel, viel besser als hier im Shop, meiner Meinung nach. Gut, dann haben wir hier Power Cord. Diesen Skin finde ich okay. Ich finde ihn jetzt nicht megamäßig geil. Den Skin seht ihr auch auf einigen Fortnite-Bannern und Ladebildschirmen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so unbedingt ein Fan von diesem Skin. Wer es mag, ist okay, aber für mich ist er jetzt echt nichts mit der Gitarre hinten. Ja, die Gitarre ist schon in Ordnung, aber finde ich doch ein bisschen zu groß. Ist klar, die Gitarre kann ja nicht kleiner gemacht werden, aber finde ich trotzdem ein bisschen zu groß. Die Spitzhacke Anarchiehacke spielt so Gitarrengeräusche ab. Gefällt mir jetzt aber nicht wirklich. Der Totenkopf unten ist schon in Ordnung, der Gürtel gefällt mir nicht und der rosane Griff. Ansonsten, ja, ist das halt schon in Ordnung. Dann haben wir Stage Left, Hängegleiter. Ja, die Geräusche stören mich. Ich bin nicht so ein Fan von dieser Art Musik. So von der Aufmachung her sieht er schon ein bisschen anders aus als die regulären Gleiter, aber auch nicht unbedingt was für mich. Dann haben wir hier den Revolte-Skin. Den habe ich euch ja schon einmal in einem Gameplay-Video vorgestellt. Schaut euch das Video an, das werde ich euch unten verlinken und hier oben rechts noch einmal. Ein richtig nice Skin. Ist jetzt nicht unbedingt der beste Skin, auch jetzt nicht unbedingt mein Geschmack, aber schon in Ordnung. Zum Spielen geht auf jeden Fall. Dann haben wir die Rebellion. Dieser Skin gefällt mir auch so lala. Der ist jetzt nicht der beste Skin. Das Backling gefällt mir sogar sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Da steht so vielen Skins, das ist unglaublich. Also ja, ich kann diesen Skin jetzt zwar nicht unbedingt empfehlen, aber den Backling auf jeden Fall. Das Ganze ist natürlich Geschmackssache. Wie gesagt, mein Geschmack trifft das Ganze jetzt nicht so sehr, aber dafür habe ich ein Gameplay-Video zusammengestellt. Falls es euren Geschmack trifft, aber ihr noch nicht sicher seid, schaut euch das Gameplay an. Das werde ich euch unten verlinkt haben und hier oben rechts. Dann haben wir hier die Hackfeiser Spitzhacke. Ja, ein Straßenschild mit Ketten dran und das sieht man eher tilted, deleted oder was auch immer da genau steht. Und Pleasant Park genauso, oder beziehungsweise dessen Lama drauf gemacht. Ja, ist eine komische Geschichte. Die Spitzhacke gefällt mir jetzt nicht unbedingt, aber die habe ich natürlich im Rahmen der Robo-Rebellen-Sets geholt und das seht ihr natürlich auch in dem Video. Dann haben wir hier den Hängegleiter Luftrettung. Ziemlich groß und einer, glaube ich, der ersten animierten Hängegleiter, wenn ich mich nicht irre. Ja, ist jetzt aber nicht unbedingt meins. 1200 V-Bucks ist zwar für einen animierten Hängegleiter wahrscheinlich in Ordnung, aber finde ich doch ein bisschen zu teuer. Dann haben wir hier den Skin Einsicht, der ist ja relativ häufig in der letzten Zeit im Shop. Ist in Ordnung, kann man sich antun. Die Tasche ist auch in Ordnung, finde ich ein bisschen zu groß, aber von der Farbe her finde ich sie nice. Nur die Augenmaske, wie ihr wisst, stört mich ein bisschen. Dann haben wir hier das Emote Schrittwechsel. Feiere ich total, gefällt mir, benutze ich relativ häufig. Kann ich nur empfehlen, 500 V-Bucks, ja, ist nicht gerade wenig, aber ist in Ordnung. Dann haben wir hier echt intensiv, auch einer meiner Favorites. Habe ich oft genug verwendet, gefällt mir, kann ich auch nur empfehlen. Richtig abgefahren. Der Techno-Wikinger. Dann haben wir die beschlagene Hacke. Ja, ist nicht unbedingt meins. Allein des Gürtels wegen, ja, ist halt natürlich Geschmackssache. Meinen trifft es nicht. Und als letztes haben wir hier die Taktikoffizierin. Ja, ich glaube, ich habe mich zu der eh schon ein, zwei Mal geäußert. So vom Style her ist sie in Ordnung, nur ich finde die Farben an hier relativ blass. Überhaupt so richtig matt, es glänzt nicht. Das gefällt mir eher weniger, aber ansonsten ist das Kind so von der Art her doch relativ gut und für 800 V-Bucks kriegt man doch was Nices. Okay, Freunde, das war's mit dem Shop. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr es jetzt machen und ein Like da lassen und einen Kommentar da lassen und die Glocke aktivieren und. Okay, gut, wünsche euch was, habt ein schönes Wochenende, haut rein, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao.